Profil Podcasts. Die Coronavirus-Epidemie hat mittlerweile alle Kontinente erfasst. In vielen Ländern setzen die Behörden restriktive Maßnahmen. Eine Organisation, die globale Entwicklungen in Bezug auf Menschenrechte im Blick hat, ist Amnesty International. Ich spreche dazu nun mit Heinz Patzelt, Generalsekretär von Amnesty International in Österreich. Herr Patzelt, wo konkret sehen Sie denn derzeit besonders problematische Entwicklungen? Ich glaube, man kann die Welt ein bisschen zweiteilen aus menschenrechtlicher Perspektive. Auf der einen Seite gibt es die Staaten, die etwas tun und sich engagieren zur Bekämpfung dieser Pandemie. Manche überschießen, manche zu spät, viele sehr bemüht und dabei möglicherweise auch dann an menschenrechtliche Grenzen in Bezug auf Restriktion oder Suppression oder Zensur kommen. Und auf der anderen Seite einige wenige Staaten, die ganz offensichtlich das Recht auf Menschenrecht auf Gesundheit verletzen, indem sie schlichtweg nicht agieren oder das kleinreden wollen oder sich raushalten wollen oder laissez-faire betreiben. Stichwort Herdenimmunität so schnell als möglich herstellen, wenn ich mich an den Herrn Johnson erinnere. Und innerhalb dessen sind Regierungen vor einer riesengroßen organisatorischen, administrativen, gesundheitspolitischen und auch menschenrechtlichen Herausforderung und müssen und sollen versuchen, sich dort auf dem schmalen Grat in der Mitte richtig zu bewegen. Sie haben angesprochen, es ist mitunter ein schmaler Grat. Was sind denn aus Menschenrechtssicht Grenzen, die auf keinen Fall überschritten werden dürfen? An Extremfällen in der einen oder anderen Richtung ganz gut abhandeln. Wochenlang bei einer herannahenden und unvermeidbaren gesundheitlichen Herausforderung in einem in Summe schon sehr schlecht aufgestellten Gesundheitssystem wie in Großbritannien zu sagen, die Alten sollen zu Hause bleiben und alle anderen möglichst rasch krank werden und immun werden, wie in Großbritannien, ist sicherlich ein Versagen in Bezug auf die vorausschauende Sicherung des Menschenrechts auf Gesundheit und Versorgung. Und auf der anderen Seite nehme ich das uns ein Beispiel Ungarn, wo Ministerpräsident Orban derzeit in einem offensichtlich missbräuchlichen Versuch, alle Grundrechte, Verfassungsnormen und Schutzeinrichtungen auszuhebeln, die Covid-Krise dazu benutzt, um in Summe anderes Wort als diktatorische Zustände jenseits jeder Kontrollierbarkeit herzustellen. Und dann kann man natürlich nuancieren, ich nehme das Beispiel Indien, wo man meint, auf Internetzensur in einem völlig absurden Ausmaß zu setzen, um auch diese Krise zu bekämpfen und dabei völlig verkennt, dass das sicherste und beste Mittel gegen natürlich vorhandene Fake News, die gefährlich sind, transparente, schnelle, präzise und vertrauenswürdige Information mit täglichen Updates und soliden, validen Informationen bereitzustellen. Natürlich sind das auch Maßnahmen wie eine Rot-Grün-Gelb-App und umfassendste, engmaschige Kontrolle über digitale Medien heikel. Aber selbstverständlich ist es auch zulässig und richtig und Staaten haben ja richtigerweise ein sehr breites Spektrum an Quarantänemaßnahmen, an Ausgangsbeschränkungen. Solange sie darauf achten, dass die Dinge verhältnismäßig sind, darauf ausgerichtet sind, alle Teile der Bevölkerung gleichermaßen nicht diskriminierend zu schützen und bestmögliche sichere Versorgung herzustellen. Gibt es Staaten, in denen die Machthaber die Möglichkeiten des, ich nenne es einmal, Ausnahmezustands gezielt ausnutzen und zu ihren eigenen Zwecken missbrauchen? Die Versuche in Ungarn jetzt sind offensichtlich, aber auch uns fernere Staaten, ich weiß nicht, Kolumbien, die einen Ausnahmezustand herstellen und in Summe zum Beispiel dabei nur hingehen und sagen, alle bleiben in den Gefängnissen drin, wurscht, wie es denen geht und der Rest interessiert uns nicht. Die USA, die spät akzeptierte Covid-Situation als allererstes einmal in der Richtung benutzen, zu sagen, das ist ein chinesisches Virus, das geht uns nicht an und jetzt Restriktionen nicht nur an der mexikanischen, sondern auch an der kanadischen Grenze einführen, die kein
keinerlei Relation zur konkreten Situation haben. Ägypten, das zu wenig tut und nicht einmal Gewissensgefangene freilässt. Der Iran, der sich jetzt entschlossen hat, zumindest niedrige Straftaten im Bereich politischer Sicherheit, Gefängnisse wenigstens rasch halbwegs zu entleeren, aber daneben natürlich weiterhin restriktiv arbeitet. Also Beispiele des Schlechtfunktionierens gibt es, und auf der anderen Seite ist es sehr beeindruckend zu sehen, wie Menschen zusammenstehen und hilfsbereit sind, und in Staaten, wo Verfassung, Rechtsstaatlichkeit als hohes Prinzip gelten, es trotzdem schaffen, vernünftige Maßnahmen, auch einschränkende Maßnahmen zu setzen, ohne dabei gleich alle Sicherheits- und Rechtsschutznormen außer Kraft zu setzen. Sehen Sie trotzdem auch Staaten, wo es zu Entwicklungen kommt, die sich dann vielleicht nicht mehr zurückdrehen lassen? Ist das eine Gefahr? Also natürlich ist die Versuchung groß, für restriktive Regierungssysteme jetzt Maßnahmen einzuführen, die plausibel und für die Bevölkerung höchst akzeptabel in der kurzfristigen Situation erscheinen, und dann in dieses sehr oft bekannte, na jetzt haben wir es schon, jetzt lassen wir es nicht mehr bleiben, das hat sich ja bewährt, hineinzuräumen. Das zentrale Schlüsselwort ist hier die sogenannte Sunset-Klausel oder was immer jetzt an Restriktionen eingeführt, ohne Wenn und Aber befristet zu machen, rasch eine neue Überprüfung zu angemessenen kurzen Zeiträumen sicherzustellen, keine Einschränkung ohne Auslauf, Bedingung überhaupt parlamentarisch einzuführen und natürlich nicht Parlamente und Volksvertretungen aus der Entscheidungsfindung und der Überprüfung rauszulassen. Und je mehr man Restriktionen einführt, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Vorschlag in Ungarn, umso mehr muss sichergestellt sein, dass die Verfassungsschutzeinrichtung, der Verfassungsgerichtshof, dann besonders einfach und schnell angerufen werden können. Und da lavieren sich Staaten teils sehr engagiert und sehr sorgfältig durch. Ich sehe in Österreich hier ein sehr seriöses Handeln derzeit, oder in Deutschland, wo engagiert diskutiert wird, was richtig und was falsch ist und wie man sauber damit umgeht. Und auf der anderen Seite Staaten natürlich wie Ungarn oder die USA, wo wirklich einfach ganz schlechte, menschenrechtsferne, miese Politik gemacht wird, auch auf dem Rücken der Covid-Krise. Jetzt haben wir in den vergangenen Tagen gesehen, dass ausgerechnet Staaten wie Russland und China zum Beispiel Hilfslieferungen nach Italien machen, Kuba schickt Ärzte. Das sind ja alles jetzt nicht Staaten, von denen man sagen würde, die hätten ein blitzsauberes Menschenrechts, eine blitzsaubere Menschenrechtsvergangenheit oder Umgang mit Menschenrechten. Trotzdem entsteht schon ein bisschen auch der Eindruck, dass irgendwie autoritäre Regime sich vielleicht leichter tun, damit eine solche Epidemie in den Griff zu bekommen. Wie beobachten Sie denn diese Situation und was folgen Sie daraus? Ganz wichtig ist, glaube ich, genau von diesen Staaten, diesen Ländern, dieses auf Abstand und trotzdem zusammen. Also ich sehe als allererstes einmal die Bereitschaft hier, sich humanitär zu engagieren, und wenn China das ganz bittere Erfahrungen zuerst gemacht hat und dabei beachtliche Ressourcen aufgebaut hat, in dem Moment, wo sie nicht mehr sofort und in gleicher Intensität benötigt werden, Hilfsmaterial mit super betroffenen Staaten wie Italien zu teilen, dann kann daran überhaupt nichts falsch und, glaube ich, alles nur richtig sein. Und ich vergleiche es dann auf der anderen Seite mit den USA, wo ganz offensichtlich versucht wird, Impfstoffentwicklungsfirmen abzuwerben und ähnliches mehr und sich Vorteile exklusiv nur für das einzelne Land zu sichern. Die Kernfrage, um sich autoritäre Systeme leichter in so einer Krisensituation, auf den ersten Blick natürlich ja, weil Law-and-Order-Politik sie natürlich rasch und einfach zuerst einmal durchsetzen kann. Das ist nur sicher kein langanhaltendes System, weil natürlich auf der anderen Seite die Gefahr droht, dass dann, wenn der Missbrauch der spätere sichtbar wird,
Bevölkerungen sich umso mehr dagegen stemmen. Also schnelles, effektives Handeln gut aufgestellter, administrativ und managementmäßig kompetenter Regierungen, die nichts zu verstecken haben und sich also auch einer laufenden Begleitung und Kontrolle und einer Bevölkerungsmitbestimmung stellen, sind in Summe am robustesten dabei. Mhm. Weil dann auch, glaube ich, gewährleistet ist, dass die Bevölkerung das nicht nur akzeptiert, zähneknirschend, sondern selber mittragt. Jede Quarantänemaßnahme, jede Weiterverbreitungsmaßnahme lebt am Ende davon, dass es von der Bevölkerung getragen wird. So viele Polizisten, so viel Militär gibt es nicht auf der Welt. Eine Ausgangssperre gegen den Willen der Bevölkerung durchzusetzen und Verständnis erzeuge ich am Schluss nicht durch Restriktion, sondern durch Appell, Erklärung, Vernunft, Transparenz und vertrauenswürdiges Auftreten. Sie gehen also davon aus, dass auch in einer Krise wie dieser die Demokratie das stabilste System ist? Das ist jedenfalls das langfristig robusteste System. Natürlich sieht man in demokratischen, föderalen, liberalen Staaten vielleicht die eine oder andere Anlaufschwierigkeit, wenn Menschen noch nicht ganz glauben, dass das alles notwendig ist oder dass es ein bisschen einfacher auch geht. Aber es steht und fällt damit, dass wir selber, die wir in Ländern leben, das für richtig und gut halten, was Regierungen von uns wollen. Und das geht nur, wenn ich ein Regierungssystem habe, in das die Bevölkerung vertraut. Und das ist definitiv in funktionierenden demokratischen Rechtsstaaten am besten gewährleistet. Ist nicht China letztlich doch auch gerade ein Fall, bei dem sich auch der Nachteil eben des autoritären Systems zeigt, nämlich in der Frühphase der Epidemie, wo es ja doch, wie sich mittlerweile zeigt, zu Zensurmaßnahmen gekommen sein dürfte, die letztlich vielleicht auch rasches Handeln in der Frühphase verhindern. Ganz genau. Jener Arzt, der sehr rechtzeitig mit Kollegen einfach fachlich kompetent erkannt hat, da tut sich was sehr Gefährliches, ist als allererstes mit Restriktion und Zensur und Verweis bedroht gewesen und mittlerweile auch noch tragisch verstorben in seinem Engagement. Da ist natürlich Zeit verloren gegangen und Zeit, die sowohl der chinesischen Bevölkerung als auch dann der ganzen Welt gefehlt hat. Es hat dann wohl sehr engagierte Ausgleichsmaßnahmen dafür gegeben, aber es ist wahrscheinlich dann ein gutes Beispiel dafür, dass Transparenz einfach alles toppt, was an scheinbar attraktiver Restriktion und Suppression zur Verfügung steht. Mhm. Zusammengefasst gefragt, worauf müssen wir denn in der kommenden Zeit besonders unser Auge richten, wo müssen wir genau hinschauen, was das Thema Menschenrechte betrifft? Zusammenhalt, Fairness, Solidarität sind, glaube ich, ganz, ganz wesentliche Dinge für uns, die wir die Betroffenen sind und wahrscheinlich wenig aktive Aktionsmöglichkeit haben, außer respektvollen und fairen Umgang mit unseren direkten Umgebungen. Mehr sollen wir aus guten Gründen derzeit nicht sehen. Und auf der anderen Seite, auf der Regierungsseite, Transparenz, Offenheit und ganz vorausschauendes, engagiertes Handeln, auch wenn sich vielleicht die andere oder eine oder andere Maßnahme dann als zu früh oder zu spät oder zu weit oder zu wenig weit darstellt, wenn Verhältnismäßigkeit ein ganz klares Ziel ist, das jeweils gelindeste, aber auch wirksame Mittel zu ergreifen, wenn das also die Regierungen zentral antreibt und nicht partikularistische Interessen oder Interessen einzelner privilegierter Gruppen, dann ist das für mich der sicherste Weg, auch menschenrechtlich gut mit Menschenrechten als Unterstützung durch so eine weltweite Krise zu kommen. Menschenrechte sind universell und es braucht einfach auch universelle Antworten. Herr Batzl, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.